Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Constitutio Antoniniana zählt zu jenen Dokumenten, deren welthistorische Bedeutung erst aus der Retrospektive ersichtlich wird. Den zeitgenössischen Geschichtsschreibern des frühen dritten Jahrhunderts hat sie sich noch nicht erschlossen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, liegen teils in der Natur der Sache begründet. Ein nichtsdestotrotz erwähnenswerter Grund ist wohl darin zu sehen, dass die meisten jener zeitgenössischen Autoren selbst gebürtige Römer waren, zudem der Senatsaristokratie angehörten und Standesgenossen als Adressaten ihrer Texte im Blick hatten. Die römische Kivität zu besitzen war in diesen Kreisen selbstverständlich. Als besonderes Privileg wurde sie hier nicht mehr wahrgenommen. Hinzu kommt eine ausgeprägte Skepsis der Senatoren gegenüber Kaiser Caracalla, dem Urheber des Gesetzes, der im Ganzen eine Politik betrieb, die sich nur wenig an ihren Erwartungen orientierte. Einige antike Autoren gar etikettieren den Erlass nicht einmal als bürgerrechtspolitische Maßnahme, sondern schildern ihn als eine Art Coup zur Steigerung der Staatseinkünfte. Hintergrund dessen ist, dass Caracalla kurz zuvor die Erbschaftssteuer erhöht hatte. Erbschaftssteuer aber entrichteten im Imperium Romanum allein Personen, die über das römische Bürgerrecht verfügten. Nur solche nämlich waren nach römischem Recht überhaupt erb- und testierfähig. Lässt sich daraus aber schlussfolgern, dass mit der Zahl der Bürger unweigerlich auch die Erbschaftssteuerpflichtigen stieg, wie unsere antiken Gewährsmänner suggerieren? Heute ist man diesbezüglich vorsichtig. Die Mehrzahl derer, die von dem Erlass profitierten, waren Angehörige der nicht privilegierten Schichten. Subsistenzbauern, teils ohne eigenes Land, Kleinhandwerker und Lohnarbeiter. Nennenswerte Erbschaften erhielten oder hinterließen sie nicht. Wie diese den Akt aufgenommen haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Sie zählen zu den stummen Gruppen der Geschichte. Aus heutiger Sicht war das Edikt für den Fortgang der römischen Geschichte essentiell. In den Jahrhunderten vor der Constitutio war das Bürgerrecht zumeist als Privileg an Einzelpersonen verliehen worden, bevorzugt an Mitglieder der städtischen Eliten oder auch an Soldaten nach 25-jähriger Dienstzeit. Bereits deren Familien aber kamen gewöhnlich schon nicht mehr in den Genuss des Bürgerrechts, es sei denn, dies wurde ausdrücklich dekretiert. Mit der Constitutio nun wurden erstmals sämtliche Freien mit fremden Status bedacht, die im Römischen Reich ansässig waren und dies mit dauerhafter Wirkung, also auch bezogen auf deren Kinder und Kindeskinder. Der Erhalt des Bürgerrechts brachte für jede und jeden Einzelnen entscheidende Vorteile mit sich. Insbesondere verbesserte sich sein oder ihr personenrechtlicher Status, was sich konkret im Zivil- wie im Erbrecht, im Strafrecht manifestiert. Was meint das im Einzelnen? Wer über die römische Kivität verfügte, hatte, wenn er eines Vergehens bezichtigt wurde, einen Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren, konnte nicht in einem Schnellverfahren oder gar auf bloße Anordnung eines Magistrats hin abgeurteilt werden. Erschien ihm ein Urteil ungerecht, so hatte er die Chance, Berufung einzulegen. Er durfte nicht gefoltert und nicht zu eher abschneidenden Strafen verurteilt werden, etwa nicht ans Kreuz geschlagen oder ertränkt werden. Er konnte eine rechtsgültige Ehe eingehen. Nichtrömern war nur der sogenannte Konkubinat möglich. Er konnte in vollem Sinne erben und vererben. Schließlich konnte er auf der Grundlage des römischen Rechts Verträge eingehen, was nicht nur für größere Transaktionen relevant war, sondern auch einfache Alltagsgeschäfte erleichterte. Mit der Constitutio erhielten schätzungsweise mehrere hunderttausend Menschen auf drei Kontinenten diesen privilegierten Status, was nicht nur den Einzelnen zugute kam, sondern nachgerade auch die politische Integration des Reiches beförderte.
Die Identifikation der Bevölkerung mit dem Reich wurde nachhaltig gestärkt. Nicht zuletzt auch unter den Einwohnern christlichen Glaubens, die einen nicht unerheblichen Anteil der Begünstigten gestellt haben dürften. Die Beziehungen zwischen Christentum und Imperium Romanum wurden in der Folge deutlich intensiviert. Bereits gut 100 Jahre später, ab Kaiser Konstantin, entwickelten sich dann gar institutionalisierte Formen der Kooperation von Staat und Kirche, ohne die die nachfolgende europäische Geschichte zweifelsohne anders verlaufen wäre. Das aber ist noch kein hinreichendes Argument für die welthistorische Relevanz der Constitutio. Obwohl man die integrative Wirkung der Maßnahme von der Spätantike bis in die Moderne hinein immer wieder konzediert hat, hat man sich doch lange Zeit mit der Constitutio schwer getan. Unmittelbar traditionsbildend hat sie kaum gewirkt. In den Jahrhunderten der Formierung der Nationalstaaten in Europa wirkte die Maßnahme eher irritierend und schien den Tendenzen der eigenen Zeit zuwiderzulaufen. So hat man sich teils gewundert, dass die Römer im Verbund mit ihr keinen einheitlichen Untertanenverband geschaffen und nicht stärker auf Machtkonzentration hingewirkt haben. Aus heutiger Sicht aber, mit Blick auf aktuelle Fragen zu Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit zu politischen Verbünden, machen gerade diese vermeintlichen Defizite die Regelung interessant. Für uns ist sie instruktiv, nicht obwohl, sondern gerade weil sie keinen nivellierenden Charakter hatte und nicht mit einer Zentralisierung von Herrschaft einherging. Was meint das konkret? Die Menschen wurden römische Bürger, behielten aber, sofern vorhanden, ihr früheres Bürgerrecht. Das war besonders im Osten des Reiches relevant, der durch die griechische Stadtkultur geprägt war. Jede Stadt hatte hier ein eigenes Bürgerrecht. Man war also gleichzeitig römischer Bürger und Bürger der Stadt, der die eigene Familie entstammte und in der man im Normalfall ansässig war. Auch regionale Rechtstraditionen blieben erhalten. Das gilt für städtische wie ländliche Regionen gleichermaßen. Das römische Recht wurde nicht oktroyiert. All das regelt in unserem Edikt eine sogenannte Salvationsklausel, die die Rechte der Heimatgemeinden und die Pflichten der Bürger diesen gegenüber ausdrücklich bestätigt. Hier spiegeln sich römische Rechtsprinzipien wider, die lange vor der Constitutio entstanden sind, in der Constitutio aber wie in einem Brennglas konzentriert aufscheinen. Was das Recht angeht, so haben wir es im kaiserzeitlichen Römischen Reich mit einem hohen Maß an Pluralität zu tun. Zuweilen konnten die Betreffenden gar wählen, ob nach römischem oder örtlichem Recht entschieden werden sollte. Römische Juroren beherrschten oft mehrere Rechtsordnungen und deren Anwendung. Ebenso wenig wie im Bereich des Rechts Einheitlichkeit intendiert wurde, strebte man im Bereich der Verwaltung Zentralisierung an. Ein Großteil der öffentlichen Aufgaben wurde auf regionaler und lokaler Ebene bewältigt. Zentral wurde nur das Nötigste initiiert. Das geschah freilich nicht aus prinzipiellen Erwägungen heraus, sondern war pragmatisch bedingt, ist aber nichtsdestotrotz ein interessanter Bezugspunkt für heutige Diskussionen, etwa zum Subsidiaritätsprinzip. Aus der Retrospektive betrachtet besteht kein Zweifel, dass das Dekret den erstrangigen Dokumenten der Bürgerrechtsgeschichte zuzuordnen ist. Dies beweist aufs Schönste ihre nunmehrige Aufnahme ins UNESCO-Weltdokumentenerbe, deretwegen wir heute hier zusammengekommen sind. Abschließend sei mir noch eine zusammenfassende Bemerkung gestattet. Das wohl entscheidende Spezifikum der Maßnahme ist, gerade auch im Vergleich mit anderen prominenten Regelungen dieser Art darin zu sehen, dass sie weder eurozentrisch noch nationalstaatlich ausgerichtet ist und auch nicht zur Aufhebung bestehender Rechte geführt hat. Gerade das macht sie attraktiv als Referenzpunkt für aktuelle Debatten zu bürgerlicher Zugehörigkeit, die plural ausgerichtet sind und regionale, nationale wie supranationale Handlungsebenen im Verbund betrachten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus